Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu Heavy Rain Teil 4. Wir verlassen den Tatort und schauen mal, was uns jetzt erwartet. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Hohohoho. Fledermaus, Insekt, Schmetterling. Das ist für mich eine Fledermaus. Fledermaus. Das ist für mich ein Wolf. Ein Wolfskopf. Genau. Das ist für mich... Oh. Hier ist noch ein Krebs. Ein Krebs. Das ist der Tod. 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 Hier sind die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Jasons Tod ist meine Schuld. Versteck mich hinterm Schild. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie können sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Oh, wieso? Wie geht es Sean? Ist das Bild ab? Distanziert. Er ist ein sehr einzelgängerischer Junge, wissen Sie? Sehr auf sich bezogen. Er steht seiner Mutter sehr nahe. Bei mir ist das anders. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Deprimiert. Ich will nicht mehr leben. Ich habe einfach keinen Grund mehr. Ich geh jetzt mal hier nicht zum mal Büro. Ihren Sohn schauen? Nee. Ich konnte Jason nicht retten. Sean ist so mehr das Arschloch. Sean braucht keinen Vater wie mich. Jason war das Wunschkind. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Wollen wir darüber reden? Schizophrenie. Sind Ihnen Fälle von gespaltener Persönlichkeit nach einer Gehirnerschütterung bekannt? So wie Menschen, die etwas tun, sich aber nicht mehr erinnern, als ob sie es nicht selbst waren. Wir wissen, dass in bestimmten Fällen ein heftiger Schock manchmal ernsthafte psychologische Störungen auslöst, wie Schizophrenie zum Beispiel. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Sie hatten Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Höhe. So sieht sie nämlich aus. Ja, alles so deprimiert aus, oder? Komm mal spielen. Komm, wir gehen erstmal spielen. Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Cool. Schule. Wie war es denn heute so in der Schule? Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Das tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Muss ich immer mit ihm reden. Aufheitern! Was mache ich, um ihn aufzuheitern? Willst du was essen? Ich habe dich etwas gefragt. Ein Bumerang? Kannst du den werfen? Nein, Dad, nicht wirklich. Bei mir kommt der nie zurück. Ich zeig dir mal, wie das Kann geht. Kann ich mal probieren?
Ich merke gerade, ich war auch schon mal besser. Gib her das Ding. Aber er kam zurück. Das Fangen muss ich noch üben. Nee, das reicht jetzt. Kannst du den gleich wieder irgendwo holen? So angeben hier. Sieht ihn nicht. Hilft der einen, kriegt das Ding an den Kopf. Das ist ja schon auch wieder sauer. Wow, du hast es geschafft, Dad. Willst du es mal? Das schaffe ich doch niemals. Ist korrekt. Komm schon, jetzt gemeinsam. Also, das Wichtigste ist die richtige Ausgangsposition. Dann wirst du es nicht schaffen. Und ein bisschen nach rechts. Jetzt. Wirf ihn. So. Bisschen voll in die Rübe. Geschafft! Geschafft, Dad! Ganz toll schon. Siehst du? Bist du? War gar nicht so schwer. Bist du? Jetzt ab nach Hause, ab ins Bett. Nur Spaß für den heutigen Tag. Mit den Füßen runter vom Tisch. Auch von der Bank. Oh. Es macht ihm wohl Spaß. Macht ihm wohl Spaß. So ein Lachen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So, und jetzt abhauen. Ist irgendetwas schon? Nein. Ist irgendetwas schon? Hast du ein Problem? Ich finde etwas anderes für uns beide. Wir müssen langsam jetzt hier weg, ne? Gorn, komm her hier. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja. Ja, voll toll. Lass mal hier Komm, jetzt. Dad, lass mich fliegen. Tschüss. Spaß. So ein Lachen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich finde etwas anderes für uns beide. War ein richtig glückliches Kind hier. Die Karussell ist scheiße. Hier. Ein Päckchen Kaugummi mit Erdbeergeschmack. Danke. Bonus weg. Hey. Ich habe ein paar Kaugummis. Ich hasse Erdbeeren. Man nur doch keine Erdbeeren. Vielen Dank. War trotzdem nett von dir. So, können wir jetzt los? Du musst ins Bett. Sieht ganz nach Regen aus. Wir sollten gehen. So. Okay. Ab. Rucksack mitnehmen. Weißt du,
Ich hab das wirklich nicht so gemeint. Ich war nur sauer. Ich war nicht sehr nett zu dir. Du hattest recht, sauer zu sein. Ich hab doch nichts gemacht. Ich hab den Fernseher ausgemacht. Hör auf, dich zu entschuldigen. Wo gehst du denn hin? Wo geht der denn hin? Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Klar. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Eigentlich nicht. Oh, wo gibt's denn hier Karten? Da hat er aber hier. Freunde. Deshalb solltet ihr in der Schule aufpassen, weil sonst arbeitet ihr da drin. Einmal. Ein Dollar. Einmal ein Dollar. Ja, ich war gerade entspannt am Gucken. Guck da gerade gemütlich zu und auf einmal kommt der an hier. Sean! 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 Du müsstest der Rucksack mal sagen. Sean! Nimm den Rucksack mit. Sean! Jetzt wäre die Brille vom Polizisten nicht schlecht, ne? Sean! Ist er nicht? Ja, so Karusselle sind gefährlich. Ich habe nur einen Bonus freigegeben. Easy peasy. Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Mhm.
Ja, ein bisschen spielen hier. Langweilig. Auch sehr geil, wie dreckig ich bin. Was können wir noch machen? Muss auch ziemlich scheiße aussehen, wenn einer so steht, ne? Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute okay. ab. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, doch. Es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, heute Morgen. Er hat so seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Ja. Ich glaube schon. Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killer-Fall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Dann kriegt die Presse Wind davon und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir, alles andere geht mich nichts an. Nein, natürlich nicht. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren auf einem Silbertablett. Nicht schlecht. Gehen Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen im Club, Jaden. Willkommen im Club. So, dann gehen wir jetzt mal erstmal zur Charlene. Ich meine, wir sehen ja auch aus wie hingekackt und hingeschissen, nachdem wir da den Matschberg runtergerutscht sind. Ich bin bereit. Sollen wir loslegen und über den Fall reden? Ich muss noch was erledigen. Wir reden später. In Ordnung? Das ist ein unsympathischer Typ, okay. Oder? Okay. Kein Problem. Sagen Sie mir, wenn es Ihnen passt. Danke mir, wenn es Ihnen passt. Charlene! Charlinchen! Schöne Uhr. Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Sagen Sie Larry meinen Glückwunsch.
mache ich sehr gerne. Immer im Fünfer rein. Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro? Ja, natürlich. Kommen Sie. Oh, schade, oh, wir haben einen Stock im Arsch. So. Das? Das ist mein Büro? Sie sollen hier erstmal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Na gut. Ich glaube, die wollen mich nicht hier haben. Okay, Zeit zu arbeiten. Erstmal gehen wir nicht raus. Erstmal wird gearbeitet. Weg mit der Scheiße. Fertig. So arbeite ich zu Hause auch immer. Setzen. Brille auf. Jetzt, liebe Freunde. Schritt 1. Das Büro wechseln. Was der Typ jetzt macht, ich weiß es noch. Wenn ihr es noch nicht kennt, könnt ihr euch darauf freuen. In der nächsten Folge wird es hier richtig cool, liebe Freunde. Ich bin raus. Gut, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Commander. Tschüss.